Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Ausbrecher nach bezahlter Geldstrafe frei. Humboldt Forum erwartet jährlich 3 Millionen Besucher. Und das Wetter: von der Sonne müssen wir uns erst einmal verabschieden. Die nächsten Tage zeigen sich grau und regnerisch. Dabei kann aber auch die eine oder andere Schneeflocke dabei sein. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 15. Januar 2018. Einer der beiden bisher noch flüchtigen Häftlinge der JVA Plötzensee hat inzwischen seine Geldstrafe bezahlt. Er muss nun nicht mehr ins Gefängnis zurückkehren. Der Grund für die Ersatzfreiheitsstrafe liege nicht mehr vor und der Mann werde nicht mehr gesucht, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz. Der Gefangene war am 31. Dezember aus dem offenen Vollzug verschwunden. Aus der JVA Plötzensee waren nach Weihnachten innerhalb weniger Tage 9 Gefangene geflohen. 4 Inhaftierte aus dem geschlossenen Teil des Gefängnisses waren spektakulär ausgebrochen, unter anderem mit Hilfe eines Vorschlaghammers und 2 Trennschleifer. Sie sind inzwischen alle wieder in Haft. Von den 5 Männern, die aus dem offenen Vollzug verschwanden, fehlt jetzt noch einer. Der regierende Bürgermeister und SPD-Landesvorsitzende Michael Müller setzt sich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU ein. Er sieht in dem Sondierungspapier eine gute Basis für weitere Gespräche, fordert allerdings auch Nachbesserungen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Wohnen. Wir haben, glaube ich, an vielen Dingen bemerkenswerte Sachen verabreden können in der Bildungspolitik, in der Hochschulpolitik. Da werden die Länder, die Städte, auch Berlin in Zukunft, wenn es so kommt, deutlich besser ausgestattet. Es gibt aber andere Themen, die fehlen. Die Bürgerversicherung ist noch nicht verabredet. Wir haben im Bereich des Wohnungsbaus noch keine Förderprogramme des Bundes. Also insofern ein guter weiterer Schritt, aber auch noch viel zu tun, wenn es dann wirklich eine Koalition werden soll. Am nächsten Sonntag wird die Basis der SPD auf einem Parteitag in Bonn darüber abstimmen, ob die Sozialdemokraten mit der CDU in Koalitionsverhandlungen treten sollen. Das Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Schloss rechnet nach seiner Eröffnung 2019 mit 3 Millionen Besuchern im Jahr. Zusätzlich zu den ständigen Ausstellungen soll es täglich 3 Veranstaltungen geben. Das Jahresbudget liegt bei rund 60 Millionen Euro. Diese Zahlen nannte am Montag der Sprecher der Stiftung Humboldt-Forum, Johannes Wien. Von den notwendigen Spenden für das Mammutprojekt sind seinen Angaben zufolge bisher gute 70 Millionen Euro eingegangen. Rund 30 Millionen müssen noch gesammelt werden. Das neue Kulturhaus in der Mitte Berlins soll von Ende 2019 an vor allem ethnologische und asiatische Kunst zeigen und die Kulturen der Welt erklären. Zur Agrarmesse Grüne Woche werden am Samstag tausende Demonstranten für eine ökologischere Landwirtschaft in Berlin erwartet. Der Protestmarsch steht unter dem Motto »Wir haben es satt« und beginnt um 11 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Berliner Hauptbahnhof. Danach wollen die Teilnehmer zum Bundeswirtschaftsministerium und durch das Regierungsviertel in Richtung Brandenburger Tor ziehen. Dort soll die Abschlussveranstaltung mit Reden und Diskussionen stattfinden. Dazu aufgerufen haben rund 100 Organisationen, darunter Umwelt- und Tierschützer, Verbände ökologisch und konventionell wirtschaftender Bauern und kirchliche Hilfswerke. Die Berliner Seekuh Lisa ist am Montag im Alter von 31 Jahren eingeschläfert worden. Ihr Zustand habe sich in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert, wie der Tierpark mitteilte. Seit November sei Lisa wegen altersbedingter Probleme behandelt worden. Um ihr unnötiges Leiden zu ersparen, sei sie eingeschläfert worden, sagte der Direktor des Tierparks, Andreas Knierim. Lisa war 1995 aus Nürnberg nach Berlin gekommen. Seekühe erreichen in der Regel ein Alter zwischen 30 und 45 Jahren. Und wir kommen zum Sport. Bundesligist Hertha BSC hat die Rückrunde mit einer Niederlage beim VfB Stuttgart begonnen. Das Team von Trainer Pal Dardai verlor mit 0:1 in Stuttgart und steht nun auf dem 11. Tabellenrang. Mit der Niederlage im Ländle liegt Hertha allerdings voll im Trend der vergangenen Jahre. Der letzte Auftaktsieg im Winter gelang in der Saison 2009-2010 in Hannover mit 3:0. Dass seine aktuelle Mannschaft auch in Gefahr ist, unter dem Rückrundenfluch zu leiden, sieht Trainer Pal Dardai nicht. Der Kader wird vom Kern immer mehr ausgetauscht. Wir haben viele junge, viele neue Spieler. Und auch für die Eisbären Berlin verlief das Wochenende wenig erfolgreich. Das Team von Trainer Uwe Krupp, mit dem der Verein den auslaufenden Vertrag demnächst verlängern möchte,
verlor beide Auswärtspartien des Wochenendes. Am Freitag unterlag die Mannschaft um Kapitän André Ranke deutlich mit 5:0 in Ingolstadt. Und auch am Sonntag musste sich der DEL-Rekordmeister deutlich mit 6:2 in Mannheim geschlagen geben. Für Verteidiger Frank Hörtler, Jonas Müller und Angreifer Marcel Nöbbels heißt es nun Daumen drücken, denn alle drei machen sich Hoffnungen, am Dienstag von Bundestrainer Marco Sturm für die Olympischen Spiele nominiert zu werden. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es vielerorts bedeckt, örtlich kann es auch leichten Schneefall geben. Die Tiefstwerte liegen um die 0 Grad. Auch am Dienstag ist es meist dicht bewölkt und verregnet, dazu frischt der Wind auf und weht aus südwestlicher Richtung. Die Tageshöchstwerte liegen bei 5 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Am Mittwoch kann es neben Regen örtlich auch noch mal leichten Schneefall geben. Die Tageshöchstwerte liegen bei 3 Grad. Am Donnerstag erreicht das Quecksilber sogar bis zu 7 Grad. Dazu ist es meist verregnet. Am Freitag lockert die Wolkendecke über der Hauptstadt dann deutlich auf. Das Ganze bei Höchstwerten um die 5 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.